und rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 7151. Der Landtag Nordrhein-Westfalen verurteilt den millionenfachen Grundrechtsbruch durch Iconal. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Schwert das Wort. Bitte sehr. Auf geht's, Herr Kollege Schwert. Ich versuche es. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Aus der deutschen Geschichte, vor allem aus der NS-Zeit, haben wir das Bewusstsein gewonnen, dass Rechtsstaatlichkeit ein hoher Wert ist. Sie zu verteidigen, ist uns von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes zu einer Verpflichtung erhoben worden. So erklärte einmal Konrad Adenauer: Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform. Sie ist eine Weltanschauung, die wurzelt in der Auffassung von der Würde, dem Werte und den unveräußerlichen Rechten eines jeden Menschen. Es ist nicht bekannt, ob Adenauer das an einem Sonntag sagte. Bekannt hingegen ist, was er veranlasste, als sein Innenminister Hermann Hörschel einst verfassungsrechtlich geschützte Grundrechte mit den Füßen trat. Dieser erlaubte dem Verfassungsschutz, von alliierten Nachrichtendiensten gesetzwidrig abgehörte Telefongespräche und ausgespähte Briefe der Bürger auszuwerten. Bürgerrechte, die laut Grundgesetz Artikel 10 unverletzlich sind. Die Antwort? Er veranlasste nichts. Selbst als jener Innenminister über den bekannt gewordenen Grundrechtsverstoß spottete und dazu nur hämisch anmerkte, ich zitiere: Die Beamten können nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen. Daraufhin geschah wiederum nichts. Entfernte der Bundeskanzler einen solchen Menschen aus seinem Amt? Nein, er stellte sich hinter ihn und der Bürger rieb sich die Augen. Eine bittere Lektion, so den Unterschied zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit zu enthüllen. Seitdem sind mehr als 50 Jahre vergangen. Die Welt hat sich verändert. Die Mauer ist passé. Der Unrechtsstaat der DDR ist vergangen. Und sogar Gregor Gysi erklärte aus den Erfahrungen im anderen Teil Deutschlands, Rechtssicherheit ist beste Staatssicherheit. Gleichwohl haben sich zwischen 2004 und 2008 die Dinge wiederholt. Diesmal stellte sich im Nachhinein heraus, dass der Bundesnachrichtendienst grundgesetzlich geschützte Informationen an den amerikanischen Geheimdienst NSA weitergab. Dies geschah vom deutschen Internetknotenpunkt D6 aus und hätte, wenn überhaupt, nur in sehr wenigen begründeten Einzelfällen und mit Richtervorbehalt geschehen dürfen. Das wusste der BND sehr genau. Denn zumindest versuchte er erfolglos, aus den weitergeleiteten Daten und Inhalten diejenigen deutscher Besitzer auszufiltern. Die Beamten hatten also ihr Grundgesetz unter dem Arm, aber nicht die Politik. Als feststand, dass der angestrebte Filter nicht hinreichend funktioniert und innerhalb des BNDs ernste verfassungsrechtliche Bedenken geäußert wurden, was geschah? Man setzte die Praxis des systematischen Verfassungsbruchs ungerührt weiter fort. Und damit noch nicht genug. Den politischen Verantwortlichen war sehr wohl bewusst, dass es den US-Amerikanern nicht um die Abwehr einer konkreten Terrorgefahr ging. Vielmehr geht aus den mittlerweile enthüllten Unterlagen hervor, dass das Interesse der USA an Wirtschaftsspionage an vorderster Spitze stand. So rufen wir hier, wir Piraten hier in dem vorliegenden Antrag dazu auf, aus der massiven Grundrechtsverletzung dieses Mal Konsequenzen zu ziehen. Weder gibt es einen Grund, die Wahrung unserer verfassungsmäßigen Grundrechte einer wie auch immer gearteten Staatsräson zu unterziehen. Der Preis dafür wäre nämlich, die Glaubwürdigkeit unseres Staatswesens zu unterminieren. Noch kann eine wie immer begründete vage Bedrohungslage die Preisgabe von zentralen Verfassungsrechten gerechtfertigen. Kant drückte das so aus. Der Sinnspruch des Notrechts heißt zwar, Not kennt kein Gebot, doch es kann keine Not geben, die aus Unrecht Recht macht. Wenn Sie anderer Meinung sind, dann sollten Sie sich schleunigst eine Antwort auf die Frage einfallen lassen, wie oft soll den Bürgern dieses Landes diese bittere Lektion denn noch zugemutet werden?
In Sonntagsreden werden Verfassungsstaat und die Rechtsstaatlichkeit beschworen. Im politischen Alltag soll es aber zu einer Binsenweisheit werden, dass zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit Welten liegen. Auch die Bundesregierung hat inzwischen erkannt, wie weit die Angelegenheit greift. Doch welche Schlussfolgerung zieht sie daraus? Sie sanktionierte das Bekanntwerden weiterer Details auf das Schärfste und klassifizierte die Vernehmung eines hochrangigen BND-Mitarbeiters mit der höchsten denkbaren Geheimhaltungsstufe an, die da heißt, die Weitergabe von Kenntnissen würde den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden. In der Tat haben wir es mit einem derartig ernsthaften Fall des Versagens staatlicher Vertreter zu tun, dass man von drohender Kernschmelze staatlicher Integrität sprechen kann. Den Bezug zu Nordrhein-Westfalen haben wir in unserem Antrag ganz klar dargestellt. Mit diesem Antrag haben Sie die Gelegenheit, sich verantwortlich dazu zu positionieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Heinrich. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, unter dem Codenamen Iconal soll der Bundesnachrichtendienst in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA in den Jahren 2004 bis 2008 einen zentralen Internetknotenpunkt in Frankfurt am Main angezapft haben. Es sollen geschützte Daten bzw. Informationen über den Telefon- und Mailverkehr deutscher Bürger millionenfach an die USA weitergegeben worden sein. Eine Software, die dafür bestimmt war, die Daten deutscher Bürger hinauszufiltern, hat der Kollege Schwert schon gesagt, habe nicht zuverlässig funktioniert. Zudem bestehe der Verdacht der Wirtschaftsspionage durch die USA. Geht man den Medienberichten nach, auf die die Fraktion der Piraten hier zu Recht in ihrem Antrag verweist, gewinnt man natürlich den Eindruck, dass hier nicht nur auf die Verbindungsdaten, sondern womöglich auch auf Inhalte von Telefongesprächen und E-Mails zugegriffen wurde. Keine Frage, wenn dieser Sachverhalt zutreffend sein sollte, wäre dies sicherlich absolut skandalös. Allerdings, Zeugenaussagen im NSA-Untersuchungsausschuss am 13.11.2014 bestätigen zwar, dass der BND in einem Gemeinschaftsprojekt mit der NSA Daten auch deutscher Staatsbürger abgefangen habe, diesen seien aber nicht millionenfach an die NSA weitergegeben worden. Die technischen Filter funktionierten angeblich nicht so wie gewünscht, daher seien die Daten der deutschen Staatsbürger mit anderen Methoden weiterverarbeitet worden. So wurden vielleicht 100 Datensätze pro Jahr an die NSA weitergegeben, die allesamt nicht von deutschen Staatsbürgern stammen sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor diesem Hintergrund dieser sich widersprechlichen Behauptung ist es noch viel zu früh, auf politische Verantwortlichkeiten zu schließen. Ohne gesicherte Erkenntnisse wäre das, glaube ich, nicht seriös. Und bei Licht betrachtet gehört der Antrag der Piraten gar nicht in den Nordrhein-Westfälischen Landtag. Denn der Bundesnachrichtendienst BND gehört als Bundesobergrenze dem Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes an. Dienst- und Fachaufsicht obliegen daher dem Bundeskanzleramt in Berlin. Und die parlamentarische Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tätigkeiten des Bundes nimmt das vom Bundestag eingesetzte parlamentarische Kontrollgremium wahr. All dies ist gesetzlich geregelt. Hinzu kommt, dass die Tätigkeit der NSA in Deutschland Gegenstand des oben genannten parlamentarischen Untersuchungsausschusses auf Bundesebene ist. Dort ist der richtige Ort, um sich mit der Operation Iconal auseinanderzusetzen und die Vorwürfe aufzuklären. Zudem ist an dieser Stelle ausdrücklich festzuhalten, dass nordrhein-westfälische Sicherheitsbehörden an nachrichtendienstlichen Kooperationen im Sinne des Antrages weder beteiligt waren noch sind. Entschuldigung, Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Schwert zulassen? Gerne. Herr Schwert, bitte. Sind Sie denn bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Zielrichtung des Untersuchungsausschusses in erster Linie auf die US-amerikanischen bzw. die Five Eyes Geheimdienste gerichtet ist und eben nicht auf deren Verwicklung des BNDs darin? Nein, das ist nicht der Fall, Herr Schwert. Da gehört noch mehr zu. Ich habe gesagt, gerade dieser Untersuchungsausschuss auf Bundesebene muss diese Sache aufklären. Wir können, und falls es da Erkenntnisse gibt, die wir hier umzusetzen hätten im nordrhein-westfälischen Landtag,
um vielleicht später mit solchen Sachen umzugehen. Dann würden wir gerne darauf zurückgreifen. Aber der richtige Ort ist auf jeden Fall der Untersuchungsausschuss im Bundestag. Für die SPD-Landtagsfraktion steht somit fest, dass es sich hier um Angelegenheit des Bundes handelt. Deswegen werden wir diesem Antrag der Piraten nicht zustimmen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion der Piraten, Ihre häufig zutage tretende Neigung, den Landtag mit bundespolitischen Themen zu befassen, ist nicht gerade zielführend. Wir sollten uns in diesem Hause viel mehr auf die wichtigen landespolitischen Themen konzentrieren können. Hier bleibt Ihre Fraktion zu konstruktiven Beiträgen herzlich eingeladen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Heinrichs. Für die CDU-Fraktion spricht als nächster Redner Herr Kollege Moritz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als Ikonal wird in der geometrischen Optik die Strecke eines Lichtstrahls zwischen Ausgangs- und Endpunkt bezeichnet. Und überträgt man diesen Punkt in die Politik, dann muss ich feststellen, dass den Piraten beim Thema des Datenschutzes der Ausgangs- und der Endpunkt abhanden gekommen ist. Sie finden bei diesem Thema seit über 2 Jahren kein Anfang und kein Ende, weil sie sich nur im Kreise drehen. Ich will Ihnen gerne dabei helfen, einen Anfang und ein Ende zu finden und rate Ihnen, den Menschen beim Thema Datenschutz keinen Sand in die Augen zu streuen und sie verrückt zu machen, sondern lieber sachlich zu argumentieren. Das gilt auch bei dem vorliegenden Antrag, der, wie wir es gerade auch schon gehört haben, ein Bundes- und kein Landesthema ist. Es ist richtig, der Bundesnachrichtendienst überwacht den zentralen Internetknotenpunkt in Frankfurt und kooperierte dabei auch viele Jahre mit dem US-amerikanischen Nachrichtendienst NSA. In Ihrem Antrag berufen Sie sich auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wonach der BND diese Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Nachrichtendienst abgebrochen haben soll. Fakt ist allerdings, dass die NSA die Daten des BND nicht mehr haben wollte, weil die deutsche Seite so starke Datenfilter eingesetzt hat, dass das übrig gebliebene Datenmaterial für die US-Seite nur noch von geringem Interesse war und am Ende sogar die Daten manuell aussortiert worden sind. Unser Unionsobmann im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hat in einem Artikel in der Zeit darauf hingewiesen, dass die Medienberichte deutlich über dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Inhalt hinausgehen würden, und zitiert in diesem Zusammenhang die Aussage eines BND-Mitarbeiters, wonach es zu keiner anlasslosen Massenspeicherung von Daten gekommen sei. Wir sollten uns vor diesem Hintergrund noch einmal klarmachen, dass Kommunikationsdaten deutscher Staatsangehöriger nur durch 2 Möglichkeiten an andere Staaten weitergegeben werden können, und zwar einerseits durch eine G10-Beschränkungsmaßnahme. Dabei werden die Daten streng kontrolliert und unterliegen strengen Vorschriften. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass die Daten von anderen Diensten, also auch Kommunikationsdaten von anderen Diensten bzw. menschlichen Quellen übermittelt werden. Diese Daten unterliegen ebenfalls strengen rechtlichen Grundlagen, nämlich dem Bundesnachrichtendienstgesetz und dem Bundesverfassungsschutzgesetz. Sie, die Piraten, tun immer so, als würden die Daten aller Deutscher lose durch das Netz bzw. zur NSA fliegen. Ich rate Ihnen dringend, auf den Boden der Realität zurückzukommen. Denn im Jahr 2012 gab es nach diesen Prinzipien genau 2 Übermittlungen an die USA. Diese betrafen den Fall eines im Ausland entführten Deutschen und eines US-amerikanischen Staatsbürgers. Die beiden Übermittlungen betrafen Erkenntnisse zu konkreten Umständen der Situation des Entführungsopfers, um dessen Leben zu retten. Worum geht es also im Kern? Beim Thema Datenschutz geht es um die zentrale Aufgabe, einen Einklang zwischen Sicherheit und Freiheit in unserer modernen Informationsgesellschaft herzustellen. Ich will Ihnen gerne ein paar Worte dazu sagen, auch wenn das eigentlich eine Bundesaufgabe ist. Ich bin ganz bei Ihnen, dass es nicht zu Grundrechtsbrüchen gegenüber unseren Mitbürgern kommen darf. Ich bin auch bei Ihnen, wenn ich sage, dass der gläserne Bürger absolut nicht mit dem Menschenbild des Grundgesetzes vereinbar ist. Aber wir müssen gleichzeitig auch unsere Bürgerinnen und Bürger schützen und darüber klar sein, dass die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland dient. Ich betrachte beispielsweise die Entwicklung der salafistischen Szene in meinem Wahlkreis Solingen seit längerer Zeit mit großer Sorge. Und so müssen wir auch feststellen, dass eine mögliche Bedrohung für Deutschland und NRW heutzutage nicht unbedingt von anderen Ländern ausgehen muss, sondern auch innerhalb von Deutschlands vorhanden sein kann.
Die Verteidigung Deutschlands beginnt in Zeiten der modernen Informationsgesellschaft eben nicht am Hindukusch, sondern auch mit der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten, die, und das will ich ausdrücklich betonen, nicht den Datenschutz missachten dürfen. Für die Terrorismusabwehr bedarf es einer Kooperation mit Nachrichtendiensten befreundeter Länder. Gerade angesichts der schweren Bedrohungen, denen sich unser Staat und auch unsere Gesellschaft ausgesetzt sehen, benötigen wir auch geheimdienstliche Erkenntnisse. Und die Geheimdienste können nur dann effektiv arbeiten, wenn sie ein gewisses Maß an Zugriff auf verschiedene Daten haben. Um es ganz deutlich zu sagen, ich bin keineswegs dabei, die Exzesse der NSA gutzuheißen, aber ich plädiere für eine ausgewogene Balance zwischen Sicherheit und Datenschutz. Und angesichts ständig wechselnder Bedrohungsszenarien wird man nicht umhinkommen, diese Balance ständig neu auszutarieren. Und deswegen bitte ich die Piraten, bei dieser Thematik ihren Standpunkt im Interesse unserer Sicherheit nicht auf eine Kreislinie mit dem Radius Null zu beschränken. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, also Herr Moritz, Sie haben das hier alles als Panikmache abqualifiziert. Das, muss ich sagen, spottet dann doch wirklich jeder Beschreibung. Wenn Sie sich auf die Kollegen aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestages beziehen, dann sollten Sie einfach mit denen mal sich unterhalten. Die sind in der Bewertung dieser Affäre, dieser Geschichte, die heute Gegenstand des Antrags ist, schon ganz anders drauf als Sie. Die sehen auch, dass es da offensichtlich zu Grundrechtsverletzungen gekommen ist. Und wenn Sie das hier einfach so abqualifizieren, dann finde ich, ist das völlig unangemessen, dem tatsächlichen Sachverhalt völlig unangemessen. Denn ich bin gerne bereit, klar zu sagen, dass ich die Sorgen, die der Kollege Schwert am Anfang seiner Rede geäußert hat, natürlich absolut, dass ich die absolut nachvollziehen kann. Denn auch mir macht es Sorgen, dass wir seit anderthalb Jahren inzwischen ständig neue Enthüllungen zu lesen und zu hören bekommen, wo eben stets und immer wieder das Vertrauen in den Rechtsstaat, das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit als der zentrale Kitt des demokratischen Rechtsstaats infrage gestellt wird. Dieses Vertrauen hat gelitten in den letzten anderthalb Jahren. Und das muss uns tatsächlich bei aller unterschiedlichen Bewertung von Einzelheiten, die es möglicherweise geben mag, aber das muss uns tatsächlich Sorgen machen. Es ist auch an uns, für unseren Bereich Konsequenzen zu debattieren, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen wir ziehen können aus den Enthüllungen, die uns begegnet sind in den letzten anderthalb Jahren. Und ich finde, da gibt es einzelne Diskussionen und diese Diskussionen sollten wir vertiefen, jetzt auch über den konkret vorliegenden Antrag im Übrigen hinaus. Bei Iconal haben wir tatsächlich jetzt gerade schon einige Punkte gehört, worum es geht, um ein Programm Bundesnachrichtendienst, Kooperation mit NSA. Kommunikationsdaten deutscher Bürgerinnen und Bürger wurden weitergeleitet, und zwar in einer Weise, wo es offensichtlich tatsächlich so war, dass der BND sich außerhalb seines gesetzlichen Auftrags bewegte, außerhalb seiner Kompetenzen bewegte. Und was ja auch nach wie vor im Raum steht, ist die Gefahr eines Ringtauschs zwischen verschiedenen Nachrichtendiensten, dass man eben immer an den Schutzklauseln vorbei seine Daten tauscht. Diese Gefahr besteht, diese Gefahr ist Gegenstand des Untersuchungsauftrags des Deutschen Bundestages, des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Kollege Schwert, da haben Sie auch nicht ganz recht gehabt. Es ist nicht so, dass die deutschen Dienste überhaupt nicht in diesen PUA mit einbezogen wären. Denn es ist natürlich so, deswegen wird das heute, ja, oder wurde es heute Morgen ja verhandelt. Es wurde auch im November schon einmal das Programm Iconal verhandelt. Und da gab es heute ja auch wieder weitere Aussagen von Zeugen, die dann auch aufgearbeitet werden müssen. So, über die letzte Sitzung des NSA-PUA berichtete die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift »So biegt sich der BND das Recht zurecht«. Ich glaube, es darf nicht sein,
dass Normen, die eigentlich dem Grundrechtsschutz dienen sollen, so miteinander verknüpft werden, dass Grundrechte umso besser dadurch eingeschränkt werden. Und da gab es tatsächlich einige Punkte, die sich ja, wo es sich gezeigt hat, dass genau so vorgegangen wurde, sei es bei dieser sogenannten Funktionsträgertheorie, sei es auch bei der Frage, welche Daten, wie viele Daten eigentlich abgefischt werden dürfen, Beschränkung auf 20% der Bandbreite, was eigentlich als Schutzklausel gemeint ist und in der BND-Auslegung dann plötzlich so gemacht wird, dass es eben nicht die konkret genutzte Bandbreite ist, sondern die maximal verfügbare, die dann nie ausgenutzt wird und so dann eben auch wieder zulasten von Grundrechtsträgern. Da haben wir einfach Probleme, die aufgearbeitet werden müssen. Das ist Pflicht des Bundesgesetzgebers, dazu mindestens zu Klarstellungen zu kommen, aber auch Pflicht des Bundesgesetzgebers, zu konkreten, zu grundlegenden Korrekturen zu kommen. Wir brauchen dafür zunächst Aufklärung. Das ist klar, dafür gibt es den Untersuchungsausschuss. Und wir brauchen Konsequenzen eben sowohl auf der Bundesebene als auch die Debatte darüber, was haben wir möglicherweise zu lernen für die Landesebene. Da haben wir Diskussionen in den letzten Monaten ja auch geführt, Kollege Schwert. Ich darf zum einen darauf hinweisen, dass die Diskussion, die wir auch mit dem Verfassungsschutz hatten im Übrigen, das fand ich dann ganz interessant, dass es da ja auch eine Bereitschaft gab, darüber nachzudenken, nach vorne zu diskutieren, welche Konsequenzen gezogen werden sollten, wie Nachrichtendienste demokratisch noch stärker eingehegt werden können, wie wir unseren Weg in Richtung mehr Transparenz und Kontrolle fortgesetzt bekommen und natürlich auch die Frage, wie kriegen wir IT-Strukturen zukunftsfähig abgesichert. Dazu haben wir in der Vergangenheit schon an der einen oder anderen Stelle zusammengearbeitet und es ist ja auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass wir das wieder machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beuth. Für die FDP-Fraktion hat Herr Kollege Dr. Orth nun das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der Piraten, sollten die Dinge, die dort niedergeschrieben seien, stimmen, muss natürlich dazu führen, dass man Dinge überdenkt, Dinge anders macht, Dinge neu macht. Aber wir bewegen uns hier noch immer im Bereich der Spekulation. Das ist das Erste. Das Zweite, wir bewegen uns auch bei einem Thema, das Stichwort Bundesnachrichtendienst legt es nahe, dass wir hier nicht entscheiden können. Und daher möchte ich, auch mit Blick darauf, dass wir hier heute noch eine lange Tagesordnung haben, schlicht und ergreifend sagen, lassen Sie uns abstimmen. Wir werden uns enthalten, weil wir, wie gesagt, hier im Moment gar keine Situation sehen, wo wir etwas zu entscheiden haben oder entscheiden müssten. Aber wir hoffen auch, dass die Themen, die hier Gegenstand Ihres Antrags sind, sich in Luft auflösen, weil wir auch sehr stark für Datenschutz eintreten und würden ansonsten auch entsprechende Regelungen vorschlagen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Orth. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen beteiligen sich nicht an Grundrechtsverstößen. Sie erzwingen auch keine Kooperationen mit nordrhein-westfälischen Unternehmen mit dem Ziel, die Grundrechte zuwiderlaufen zu lassen. Falls Sie diesen Eindruck erwecken wollten, Herr Schwert, muss ich Ihnen sagen, dieser Eindruck ist definitiv falsch. Darüber hinaus kann ich Ihnen versichern, der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse zu den behaupteten Vorfällen vor. Das liegt, es gibt dafür ganz drei Stück. Der Bundesnachrichtendienst ist eine Bundesbehörde. Sie fällt in den Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes. Seine Kontrolle erfolgt durch das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, Sie merken vielleicht, worauf es hinausläuft. Außer diesem kurzen Exkurs zu den Zuständigkeiten kann zu diesem Thema die Landesregierung nichts Erhellendes beitragen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit schließe ich dann die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 4 und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Die führen wir jetzt durch, und zwar über den Inhalt des Antrages mit der Drucksachennummer 7151. Wer sich diesem Antrag anschließen möchte, dann bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Piratenfraktion. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU,
Vielen Dank. Wer enthält sich? Das ist die FDP-Fraktion. Vielen Dank. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag der Piraten abgelehnt. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5.